Hallo zusammen. Schaut euch unseren heutigen Beitrag bis zum Ende an, denn weiter gibt es noch jede Menge spannende Bilder zu sehen. Lasst uns loslegen. Auf der Erde scheint ein Krieg der Transformers begonnen zu haben. So. Wie man hier sieht, haben Kühe und Katzen eine Menge gemeinsam. Jeder von euch, der jemals eine Renovierung gemacht hat, bekommt jetzt ein Flashback. In der Wettervorhersage hieß es bestimmt nachmittags schwacher Wind. Nee! Niemand so unnötig. Wenn man eine Sache anfängt und plötzlich feststellt, dass man keinen Bock darauf hat. Jeder erwischt mal einen Tag, an dem die Haare vom frühen Morgen an nicht mitmachen wollen. Das nur für den Fall, wenn euch die Ideen ausgegangen sind, wie ihr eure Gäste beeindrucken könnt. So my poor neighbor's car being attacked by a peacock. Si será hijo de p*** lo. Y este es el resultado. Gäbe es dieses Video nicht, hätte die Versicherung dem Autobesitzer kein einziges Wort geglaubt. Ihr geht aus einem Laden nach Hause, in dem es eine Rabattaktion auf eure Lieblingschips gab. Das ist vermutlich das Beste, das ihr seit langem gesehen habt. Der Macher dieser Bilder hat einen ganzen Tag lang das Geschehen von seinem Fenster gefilmt und die Aufnahmen dann als ein Video zusammengeschnitten. Und das hier ist eine neue Baumaschine. So ein Spider-Man-Bagger habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Wenn man denkt, alles bereits gesehen zu haben, sorgt das Leben immer für eine Überraschung, indem man so etwas wie dieses Video zu sehen bekommt. Erst haben wir gedacht, dass in Brasilien so hart gegen Schwarzrangler vorgegangen wird. Aber dann haben wir erfahren, dass es sich nur um eines der Ausbildungsszenarien für Wachhunde handelt. Dieser gute Junge lässt niemandem eine Chance. Es ist ein seltener Fall, wo sich die Menschen über einen Rohrbruch freuen. Wusstet ihr, dass in einem Flugzeug, genau wie in einem Raumschiff, Schwerelosigkeit entstehen kann? Dazu muss die Maschine ein kompliziertes Flugmanöver ausführen und dabei geht es nicht so wie bei harmlosen Turbulenzen, sondern viel extremer. Thank you.
sieht so aus, als ob das Tuning dieser Karre irgendwann vom Plan abwich. Sind wir die Einzigen, die sich gerade Sorgen darüber machen, ob der Mann seine Brille wiedergefunden hat? Zwischen den beiden stimmt die Chemie eindeutig. Wenn ihr euch schon den dritten Monat in Folge damit beschäftigt, euer Zimmer neu zu tapezieren, macht ein Bursche in der Türkei das hier. Solches Kung-Fu haben wir noch nie zuvor gesehen. Sagt mal, startet ihr am Freitagabend ins Wochenende auch so ungestüm? Manchmal kommt es nur auf den Blickwinkel an. Das gilt auch für diese Szene. Alles in Ordnung. Es ist nur so, dass diese Frau von zu Hause aus arbeitet. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. Tut nicht so, als ob ihr keine Ahnung hättet, was gleich kommt. Tja, was für ein toller Moment, um hinter einer dünnen Fensterscheibe stehend so ein Naturschauspiel zu beobachten. Wenn man es mit aller Kraft versucht, eine Frau beim ersten Date zu beeindrucken. Wie toll es wäre, nicht im U-Bahn-Gedränge, sondern auf diese Weise jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Die Straße Kishtwar in Indien gehört zu den gefährlichsten der Welt. Noch schlimmer wird es hier, wenn sie vom Regen aufgeweicht wird. Doch glücklicherweise sind die Autofahrer in diesem Land wahre Profis, die ihresgleichen suchen.
Wir erinnern euch, warum man im Team eben besser dran ist als solo. Wenn man in dieselbe Schule wie Edward Cullen geht. I have a picnic. Oh God. Wenn man bedenkt, dass diese Bilder in Mexiko entstanden sind, könnte man fast denken, dass es ein Sombrero wäre. Wenn man sich schon dazu entschieden hat, einem Freund einen Streich zu spielen, dann sollte es so einer sein. Das Mädel ist ein echter Profi. Woran man erkennt, dass ein Mann ein Leben lang in der Stadt gewohnt hat. Es scheint hier etwas zu eng für diese Rundschwanzseekühe zu sein. Was denkt ihr? Ist der Kerl wirklich ein Genie oder war es nur ein Zufallstreffer? One of the coolest ice skis I've ever placed. You can see the water running behind it and the threads going all the way in. Check out where we are. Woo! Guess me there. Das ist natürlich keine Antarktis und es bleibt generell ein Geheimnis, wie so ein gewaltiger Eisberg in der Bucht zu einer kleinen Stadt landen konnte. Aber hört euch nur an, mit was für einem epischen Geräusch er auseinanderbricht. Das war's für heute, liebe Freunde. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob eure Laune sich verbessert hat. Wir freuen uns auf eure Likes und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.